Okay, jetzt gehen wir mal wieder in was Ernsteres rein. Hydrogen sagt mir auch was. Helft mir auf die Sprünge. Wer ist Hydrogen? War das ein Kollege von JD? Ich glaube, es war ein Kollege von JD. Ja, kann auch sein, VBT, aber ich glaube, den kenne ich sogar. Warte mal, wenn ich sein Gesicht sehe, weil dann kenne ich ihn. Weil ich glaube, das war Hydrogen. Mit dem waren wir öfter mal was trinken. Ja, das ist ein Kollege von JD gewesen. Kenne ich auf jeden Fall. Gruß geht raus, Hydro. Du willst dicke Schnitten sehen, dann nur Nicki Minaj. Sitz nicht an Schickimicki-Tischen, eher in siffigen Bars. Hab keine Hits wie Britney, aber das hier sind richtige Parts. Ich wäre froh, könnte ich mal Vorablauf und Fristen bezahlen. Ist auch egal, schütte mir am Abend Whisky ins Glas. Schick mir die Stars, seit Effekten sind zwei Drittel für den Arsch. Ich stecke... Okay, zieht auf jeden Fall durch mit der Reimkette, ne? Lass mal kurz, ich muss noch mal kurz... Du willst dicke Schnitten sehen, dann nur Nicki Minaj. Sitz nicht an Schickimicki-Tischen, eher in siffigen Bars. Hab keine Hits wie Britney, aber das hier sind richtige Parts. Ich wäre froh, könnte ich mal Vorablauf und Fristen bezahlen. Ist auch egal, schütte mir am Abend Whisky ins Glas. Schick mir die Stars, Seiteffekten sind zwei Drittel für den Arsch. Ich stecke da irgendwo fest verankert zwischen Luxus und Insolvenz. In richtigen Ecken sind zwei Drittel für den Arsch. Ich stecke da irgendwo fest verankert zwischen Luxus und Insolvenz. In richtigen Momenten hat mein Schutzengel wohl gepennt. Ich hab Geld durch meine Hände gehen sehen, aber ein Schein, da ist jedoch was blieb am Ende daran kleben. Ich habe das Verlangen jeden... Also an sich finde ich das ganz nice, dass er da so nice durchreimt. Ich finde es so schade, dass da nicht eine Line dabei war, die so ein bisschen... Ich mag, was ich halt immer feier ist, wenn du so eine geile Reimkette hast, so... Also ich meine so Nicki Minaj, Schickimicki Bars, sondern in siffigen... nicht in Schickimicki, sondern in siffigen Bars, so... Ich finde es halt immer ganz... Also so mache ich das halt gerne, dass ich, wenn ich so eine Reimkette habe, halt auf so eine Line hinarbeite. Dafür nutze ich das meistens. Oder oft. Also ich habe dann sozusagen so einen Aufbau und, ne, dann kommt so diese eine Line. Weil meistens wird... Also... Wenn du eine geile Aussage hast und dort mit einer Reimkette aufbaust, das macht für mich so, das macht das Ganze so für mich rund, weißt du? Wenn jemand einfach nur eine Reimkette hat, die sich so ein bisschen verläuft, die passt zwar inhaltlich, thematisch rein, dann kann die nicht so ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Also ich hätte es geiler gefunden, hätte er am Ende so eine prägnante Aussage gehabt, womit er diese Reimkette abschließt, ne? Wenn man sich so solide gerappt und thematisch, ja, geht das am ehesten so vom Film her in meine Richtung. Ende gehen sehen, aber ein Schein, da ist jedoch was blieb am Ende daran kleben. Ich habe das Verlangen, jeden Spiegel zu zertrümmern, denn Sucht lässt in Bereiche, die für Liebe sind, verkümmern. Dauerstress, Autocrash, brauche Cash, rauch mich schlecht, Tauberhead, Frau ist weg, Außenwelt, Kauderwelt, Sauna. Jeden Spiegel zu zertrümmern, denn Sucht lässt in Bereiche, die für Liebe sind, verkümmern. Stress, Autocrash, brauche Cash, rauch mich schlecht, Tauberhead, Frau ist weg, Außenwelt, Kauderwelt, Saunenbett, kaum ein Cent, bald bin ich Burnout-Patient. Wie bleibt man auf dem Weg, wenn man noch nicht einmal das Hauptziel kennt? Wer findet uns, wenn wir uns irgendwo verlieren? Wenn wir abstürzen, wer sucht die Blackbox? Sagt, wer sucht nach einem Schatz, den jemand zugemauert hat? Wer deckt uns zu, wenn unsere Körper erfrieren? Ich bin dein Blindenhund, wenn du dich irgendwo verlierst, bevor du abstürzt, such ich die Blackbox. Ja, ich such nach einem Schatz. Blackbox ist so ein Ding im Flugzeug, ne, damit man irgendwie herausfinden kann, was da für Sachen aufgenommen wurden, glaube ich. Ne? Also kann man auch so Flugzeugabstürze, glaube ich, rekonstruieren oder so. War doch Blackbox, glaube ich. Ne? Naja, ich würde nicht sagen, die Ho-Reimketten. Nein, er war da am Ende jetzt, zum Ende des Parts, war ja sehr wild unterwegs. Da fand ich es im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so bad. Ich habe das eine nicht ganz verstanden, wo er meinte, irgendwie Rauche schlecht oder sowas. Kauderwelsch kann man doch sagen, Autocrash, ja... Sagt zwar kaum noch jemand, ne? Also eigentlich ist immer Autounfall, war auch so eine Stelle. Das Problem ist, man kann sich halt sehr schnell verlieren. Er ist anscheinend jemand, der da viel Wert drauf legt, bin ich ja auch und war ich auch immer. Aber das Problem ist, diesen Mittelweg zu finden zwischen, ey, ich habe so meine Reimketten und ich überzeug technisch und ich verliere mich da drin nicht. Und das ist so am Ende vom Part so ein bisschen eskaliert. Bevor du abstürzt, such ich die Blackbox. Ja, ich such nach einem Schatz, den du schon zugemauert hast und deck dich zu, bevor dein Körper erfriert. Ich weiß, ich habe manchmal eine explosive Art. Bevor du da warst, kam ich ohne Endorphine klar. Ich bring Unruhe in dein Leben und es tut mir auch leid, wenn ich den Anker meines Herzens auf deine Rettungsschiene park. Ob verlang oder flug. Hey, warte, den peile ich gar nicht hier, warte mal. Mir auch leid, wenn ich den Anker. Was kam ich ohne Endorphine klar? Ich bring Unruhe in dein Leben und es tut mir auch leid, wenn ich den Anker meines Herzens auf deine Rettungsschiene park. Okay, hol den Reim zurück. Ich hab gerade gar nicht gepeilt, woher, wie die Line jetzt endet. Wegen Endorphine, klar, auf deine Rettungsschiene park. Ja, okay. In dein Leben und es tut mir auch leid, wenn ich den Anker meines Herzens auf deine Rettungsschiene park. Ob Verlang oder Flucht, Distanz oder Lust, zwischen Liebe und Verbot, zwischen du kannst oder musst. Ich bin gefangen, Luft, Distanz oder Lust, zwischen Liebe und Verbot, zwischen du kannst oder musst. Ich bin gefangen im Komplex.
Plot, aber die Zeit wird es mir nehmen. Mich für Krieg in meinem Kopf, aber ich weiß nicht mal gegen wen. Geschweige denn wieso, von der Großstadt verschluckt. Also, ich finde das so vom Stil halt am ehesten so mein Film von einigen Leuten, die wir heute gehört haben. Ich glaube, da könnte auch gut was abliefern, was mich noch richtig, was mir so richtig reingeht. Es holt mich nicht voll ab. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass das Thema für mich nicht klar genug ist. Also es ist so offensichtlich ein deeper Track so, aber es ist so ein bisschen durcheinander, weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht schon zu viel gehört habe heute, muss ich auch ehrlich zugeben. Wir haben jetzt schon wieder, keine Ahnung, 8, 9 Sachen gehört, ich weiß nicht wie viele. Da macht natürlich der Kopf irgendwann schlapp, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass so dieser rote Faden, wenn du so, keine Ahnung, du redest jetzt zum Beispiel über deine finanzielle Lage zum Beispiel. Also mir ist es schwer gefallen, da irgendwie diesen einen roten Faden, es wirkt halt sehr allgemein, ganz viele Sachen, die irgendwie nicht so laufen und geschmückt mit so, ne, alles ist kacke, Bars so. Also mir fehlt da so ein bisschen dieser rote Faden, aber ich versuche mal jetzt nochmal drauf zu achten, vielleicht ist mein Kopf auch einfach schon ein bisschen matsch, muss ich ehrlich sagen. Verbot zwischen du kannst oder musst, ich bin gefangen im Komplott, aber die Zeit wird es mir nehmen. Mich für Krieg in meinem Kopf, aber ich weiß nicht mal gegen wen. Geschweige denn wieso, von der Großstadt verschluckt. Mein Herz ist für ein Succubus wie all you can eat. Bei Berührungen hab ich wie bei einem Stromschlag gezuckt. Doch wen kümmern schon die Dinge in dem Kopf eines Freaks? Gänsehaut, Fessel, Tau, Grenze, Stau, Test. Ah, jetzt macht er das nochmal, schade. Okay, aber jetzt weiß ich auch, was du mit diesem Diho-Vergleich meintest gerade. Kümmern schon die Dinge in dem Kopf eines Freaks. Gänsehaut, Fessel, Tau, Grenze, Stau, Teste aus, Fresse, Blau. In dem Kopf eines Freaks. Gänsehaut, Fessel, Tau, Grenze, Stau, Teste aus, Fresse, Blau, Hektik, Lauf, Exit, Schau, Selbstvertrauen. Ja, das ist halt Handy laut, füll nochmal mit Brandy auf. Du weißt nicht, wie scheiße schmeckt, frag mich doch, ich kenn mich aus. Wer findet uns, wenn wir uns irgendwo verlieren? Wenn wir abschließen. Ja, ja, aber ich weiß, was du mit dem Diho-Vergleich meintest. Ja, ja. Fand ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen unnötig. Ich glaube, er hatte das Gefühl, es kommt ganz geil, so eine Steigerung, so nach dem Motto, er nimmt so ganz viele Sachen, die schlecht in seinem Leben laufen. Aber ja, hatte bei mir auch so ein bisschen diesen, ich muss jetzt unbedingt, weil das Problem war, dass diese Reime, die so aufeinander gefolgt sind, so ein bisschen wie bei diesem Autocrash vorhin, ne? Das wirkt so ein bisschen so wie, ich sag's extra so, also ich nehme jetzt extra irgendwie Formulierungen, die sich dann reimen, aber es wirkt nicht authentisch so. Es wirkt halt wirklich so gezielt, das muss ich jetzt reimen. Ja, es ist also, bei dem Ding ist irgendwie schwierig. Also ich mag das an sich, weil es von der Beatwahl, das ist halt so recht klassisch. Ich mag das, da kennt ihr mich ja auch, auch thematisch gesehen, ne? Gefällt mir das eigentlich ganz gut, aber es holt mich halt nicht voll ab. Aber ich muss auch ein bisschen sagen, vielleicht sind meine Ansprüche halt auch einfach gestiegen. Ich habe gemerkt, ich habe heute allgemein immer viel, viel zu nörgeln gehabt. So. Weil ich glaube, es mag daran liegen, dass wir vielleicht durch diese ganzen Turniere einfach auch extrem verwöhnt sind. Vielleicht muss ich da einfach auch so ein bisschen die Ansprüche ein bisschen runterdrehen in der CC. Aber ich bin halt einfach nur ehrlich. Also es hat mich jetzt nicht so abgeholt, dass ich mir denke, so voll der geile Song, der mir irgendwie so, der so Gänsehaut-Lines hat, bei dem ich mir... Guck mal, wir haben gestern zum Beispiel Lemur gehört. Also wir haben gestern Lemur gehört, fand ich überkiller. Hat jemand Wunsch, Fink war es, glaube ich, hat als Wunschvorschlag reingehauen. Ich fand das killer. Also man kann mich schon überzeugen, so ist es nicht. Aber das ist mir ein bisschen zu allgemein, zu nichts, keine Line, die, wobei der ich mir denke, boah, das kickt mich. Das ist eher so ein Gedammding, wo ich mir denke, ja, so, ich mag die Atmo und ich mag grundsätzlich die Thematik. Abstürzen, wer sucht die Blackbox? Sag, wer sucht nach einem Schatz, den jemand zugemauert hat? Wer deckt uns zu, wenn unsere Körper erfrieren? Aber man muss natürlich auch sagen, guck mal, Hydrogen hat es natürlich mit Abstand am schwersten. Da kam natürlich jetzt noch diesen Banger von R3Z so. Und das hat natürlich auch emotional was mit mir gemacht, ganz klar. Das ist schwer, wenn die Messleiter immer so hoch ist, das nochmal zu toppen. Dein Blindenhund, wenn du dich irgendwo verlierst, bevor du abstürzt, such ich die Blackbox. Das finde ich ganz cool. Abstürzt, hole ich die Blackbox. Such nach einem Schatz, den du schon zugemauert hast und deck dich zu, bevor dein Körper erfriert. Dinge, die ich tat, haben mir die Straßen verbaut. Dinge, die ich ließ, hielt mich noch jahrelang auf. Dinge, die ich wollte, waren auf meiner Karte nie drauf. Vielleicht hätte ich auch einfach manchmal gutes Karma gebraucht. Aber wir lernen jeden Tag aus diesen Dingen. Den Text, der Aufbau, fand ich ganz geil. Dinge, die ich hatte, Dinge, die ich wollte, Dinge, die ich... Ich weiß gar nicht, was das dritte war. Das fand ich ganz cool. Vielleicht hätte ich auch einfach manchmal gutes Karma gebraucht. Aber wir lernen jeden Tag aus diesen Dingen, die wir sehen. Klammern uns an Dinge mit dem Wissen, dass sie gehen. Wir tauschen Dinge aus, obwohl die Leichtsinnigkeit droht. Aber Dinge, die gesagt, wir müssen schweigen, wir dann schweigen, wir dann schweigen, wir dann schweigen, wir dann schweigen. Mhm. Ja. Ist
vom Ding, vom Stil her mein Ding, aber hat mich so nicht umgehauen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht wäre er reingekommen und hätte da noch mal die ein oder andere Chance gehabt. Er hätte auf jeden Fall das Potenzial gehabt, weil es halt vom Geschmack her am ehesten oder also in meine Richtung geht. So. Genau, hat Potenzial. So würde ich es auch sagen. Genau, hat Potenzial. Aber ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, ob euch das jetzt so voll von den Socken gehauen hat. So würde ich es nicht, also so war es bei mir auf jeden Fall nicht. Aber Hexer würde ich schon gerne mal checken. Warte mal aber ganz kurz. Hat Hexer, ist das wirklich eine offizielle JCC-Quali? Ja. Bla, viel zu Zeit habe ich gedacht, ich mache mal einen Trick für die Corona-Seife von Julians Blog. Falls ich reinkommen sollte, geht schon ein kleiner Teenie-Traum in Erfüllung. Hahaha. Also zeigt Julian, dass wir eine stabile Fanbase haben. Würde mir viel bedeuten. Der Track soll das Thema Corona auf keinen Fall verharmlosen, sondern euch lediglich ein bisschen gute Laune mitgeben. Peace out. Mhm. Ja, war der da auch so krass drin, ja, in dieser JBB-Bubble? Wusste ich gar nicht, dass er da so drin war. Ach, obwohl, doch, er hat es doch erwähnt in dem Ding mit Spongy, oder? Nee, doch, war das in dem, nee, welche, wo war das nochmal? Er hatte doch irgendwo ein Feature, nee, wo war das denn? In irgendeiner, aber im Asiate-Ding war das, genau. Stimmt, da hat er doch auch erzählt, dass er Battle-Rap-Runden damals mal, stimmt, ja, hatte ich voll vergessen. Hexer hat auf jeden Fall dope Sachen. Der kleine Buffer. Was mit 16 hat er? Was 16 hat er sogar eine JBB-Quali gehabt? Ja. Ich will in den Park. Doch es ist Corona-Time. Ich will. Das war ja schon die Betonung der. Es ist Corona-Time. Corona-Time, die wird jetzt betont. Ich will in den Park. Aber es ist Corona-Time, Digga. Ich will in den Park. Doch es ist Corona-Time. Ich will in die Stadt. Doch es ist Corona-Time. Ja, ich will nur Spaß. Doch es ist Corona-Time. 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 Hier finde ich das so lustig, Alter, wie der das betont. Doch es ist Corona-Time. 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 Corona. 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 Corona-Time. Ja, Mann, ich will in den Corona. Digga, an was erinnert mich das? Dieses erste Corona, mal dieses lange, das kenne ich. Irgendwas sagt mir das. Ist das eine Anspielung? Oder klingt das nur ähnlich? Es klingt wie. Mir kommt das voll bekannt vor. Geht's euch auch so? Mir kommt das voll bekannt vor. Corona, was ist das? Corona, Corona Time. Ja, Mann, ich will in den Corona. Ja, Mann, ich will in die Stadt. Das kenn ich doch. Ja, Mann, ich will doch nur Corona. Doch es ist Corona Time. Corona Trip. Corona Drip, ich bin sowas von Laser und Fieber. Corona Drip, Corona Drip, ich bin sowas von Shoutouts am Bicker. Corona Drip, Corona Drip, ich bin sowas von Lit und schon ohnehin sick. Also bleibe ich drinnen und hole mir Drogen und Kiff. Good Vibes, keine Weißt du, was ich ein bisschen schade fand? Ich fand schade, dass er dieses Corona Drip und so die ganze Zeit wiederholt hat. Ich hätte es geiler gefunden, wäre aus der Hook direkt in den nicesten Part gedroppt. Das war mir dann ein bisschen zu viel von diesem, ne? Erst kam dieser Gesangsteil, dann kommt die Corona Drip, ich bin sowas von lit. Ja, mal gucken, vielleicht ist der Part jetzt nicer. Corona Drip. Corona Drip, ich bin sowas von lit und schon ohnehin sick, also bleibe ich drinnen und hole mir Drogen und Kiffe. Good Vibes, keine schlechte Laune, garantiert Quarantäne, ich bleib zu Hause. Baller Kusch rein, gönn mir jetzt ne Pause, bisschen Skypen, saufen, dazu einen bauen. Wirklich alles draußen ist infected, Digga, lass mal bauen mit dem Endless Paper. Bleib so nice geflowt. Aber ich hasse das, wenn Untertitel ist, Digga, ich hasse Untertitel in Videos. Ich kann nicht mehr das Video gucken, ich bin da krank im Kopf. Ich weiß nicht, was da in mir kickt, aber ich kann das Video nicht mehr. Ich guck nur noch da drauf, selbst wenn es absolut verständlich ist. Jedes Mal kotzt mich das an. Deswegen mache ich auch bei jedem scheiß Game den Untertitel aus. Weil sonst sehe ich das Game nicht mehr. Ich lese nur noch den scheiß Untertitel. Infected, Digga, lass mal bauen mit dem Endless Paper. Bleibe drinnen und respecte Rentner. Heiser bringe ich die Beste. Bleibe drin und respecte Rentner, Alter. Ich weiß nicht, ob er bei CR7Z gezeigt ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass er da so mit DJ Earl und so viel zu tun hat. Mal bauen mit dem Endless Paper. Bleibe drinnen und respecte Retter. Heiser bringe ich die besten Bretter. Überall dieses Corona, ey. Blütenqualm auf diesem Sofa, ey. Flüge fallen diesmal ins Koma, ey. Tütenrand voll diesen Monat sehen. Bald schon keine Scheine wegen all den kleinen Keimen. Und ich kollabierst du denn? Kann ich nur mal mit der Crew hängen. Doch ich hab da eine Weise, komme klar und schreibe Zeilen. Der Corona-Trip bei Julian wegen Klopapier und Nudeln, okay. Corona-Trip. Corona Drip, ich bin sowas von Shoutouts am Bicker. Corona Drip, Corona Drip, ich bin sowas von Ich finde, der hat das Thema schon geil gemacht. Corona Drip,
Corona-Trip, ich bin sowas von... Du kannst nur mit mir relaten, Digga, bei mir ist das ganz schlimm. Jedes Mal fuckt mich das ab, wenn ein Video Untertitel hat. Beziehungsweise, das heißt, es fuckt mich ab, aber es nervt mich halt, dass ich das Video nicht mehr genießen kann, weil ich immer nur lese. Ich bin sowas von Kaiser und Fieber, Corona-Trip. Corona-Trip, ich bin sowas von lit und schon ohnehin sick, also bleibe ich drinnen und hole mir Drogen und Kiffe. Corona. Corona. Digga, woher kenne ich diese scheiß Melodie? Wenn es jemand auf YouTube weiß, schreibt's bitte drunter. Bestimmt irgendjemand auf YouTube checkt das. Das triggert mich. Ich kenne das so safe. Drogen und Kiffe. Corona. Corona, Corona Time. Corona. Wie sagt man das? Corona Time. Ja, Mann, ich will in den Pana. Ja, Mann, ich. Oh, scheiße, ich glaube, ich hatte es gerade. Ich habe den Gedanken verloren. Der ist irgendwo in meinem Gehirn. Komm wieder zurück, Alter. Der versteckt sich gerade. Ich hatte irgendwie gerade so einen kurzen Lichtblitz, aber ist wieder weg. Corona, Corona Time. Ja, Mann, ich will in den Pauna. Ja, Mann, ich will in die Stadt. Ja, Mann, ich will auch nur Spauna. Nein, 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 ich meine nichts von Raff. Auf keinen Fall. Ja, Mann, ich will in die Stadt. Nee. Ja, Mann, ich will auch nur Spauna. Doch es ist Corona Time. Ah, ich fand's dope. Auch sehr safe gerappt. Schade, dass er da nicht reinkam. Gab schon einige Leute, ne? Die sehr routiniert waren, aber da einfach nicht reingekommen sind. Und dann wurden weitaus unroutiniertere reingenommen, ne? Würde ich vielleicht sogar auch sagen, Poloke. Ich glaube, das hat mir mit am besten gefallen, wenn ich hier nochmal gucke. Vocal war auch sehr nice. Da war leider nur das Video so krass störend. Ich glaube, meine Top-Qualis waren heute Vocal. Sebastian Mitchell, wenn ich jetzt meinen Geschmack rauslasse und einfach so versuche, das so zu sehen, wie wer hat da sowas Professionelles irgendwie abgeliefert für so ein Musikturnier, dann wäre es er auch. Aber jetzt für meinen Geschmack Vocal, ich glaube Vocal, Rain und Hexa wären so meine, die drei, die ich ziemlich nice fand. Ich fand Neko irgendwie auch interessant, genauso wie Talf, aber wenn ich das die Top 3 nennen müsste, wären es glaube ich die drei gewesen. R3Z ist ja, das spielt ja in einer ganz anderen Liga. Ich dachte, das wäre klar, dass das Platz 1 ist. Das ist ja logisch. Muss ich doch nicht extra erwähnen, oder? Seid doch nicht blöd.